Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Ja, wir haben jetzt Mitte September und ich möchte es einfach mal probieren. Bis jetzt war ziemlich tote Hose hier im Sauerland und hier rund um Kiespe mit den Pilzen, aber vielleicht kann ich das heute ändern. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Film und ich sage dann mal, Pilz heil! Ja, Trüffelhuhn ist auch wieder mit dabei und das ist auch gut so. Der Wald an sich sieht sehr, sehr kahl aus. Also ich sehe im Moment noch keine Pilze. Hier sind ein paar klebrige Hörnchen. Normalerweise ein Indiz, dass es Pilze geben dürfte. Ja, an solchen Ufern müsste man normalerweise Maronen finden können. Aber nichts zu sehen, bis da vorne einen grauen Wulstring. Der erste Pilz, den ich jetzt sehe heute. Naja, sie scheinen selten zu sein, aber es scheint sie doch zu geben. Das ist eine Marone. Da kommen wir auch schon wieder angerast. Oh. Naja gut, das klebrige Hörnchen scheint hier richtig zu wuchern. Aber wo sind die anderen Pilze? Ja, hier entdecke ich gerade zwei gelbe Täublinge, die jetzt so langsam durch den Waldboden brechen. Ah, da hinten ist der Hochgebirgsschieberwa. Ah, ein Schieberwa greift mich an. Ah, das ist ein Kampfhund. Wie trocken es die letzte Zeit war, zeigt auch dieser Bach. Es ist kaum Wasser drin. Ja, es ist doch erschreckend, wie wenig Wasser dieser Bach führt. Ja, dann werde ich mich jetzt mal als Bergsteiger betätigen und diesen Asthma-Hügel hier erklimmen. Dieser Wald, der stand noch letztes Jahr voller Pilze. Auch Trüffelhuhn schaut ziemlich ratlos. Ja, jetzt auch, alles leer und kahl. Ja, wie das so aussieht, ist das einer der seltenen Herbst ohne Pilze. Was hier noch ganz einsam rumsteht, sind zwei Speisetäublinge. Na, den tue ich noch bei die Marone bei. Was hier noch meine Mahlzeit retten kann, sind ein paar Fichtenblutreizker. Die scheinen in Ordnung zu sein. Und ohne Wurm. Das ist die Beute bis jetzt. Man müsste wenigstens mal einen Pilz auf dem Boden sehen. Ja, hier haben wir wieder eine Marone. Die zweite in einer Stunde. Und hier noch ein paar Fichtenblutreizker. Auch diese ansonsten blubbernde Quelle sagt mal gar nichts. Kein Wasser. Ja Leute, viel gebracht hat es in diesem Wald nichts. Ich werde also noch in einen anderen Wald fahren. Vielleicht ist es da besser, aber es sieht sehr mau aus mit den Pilzen in den Herbst. So, jetzt bin ich in einem anderen Wald mal runter an der Kerspe gefahren. Der liegt auch an einer anderen Hang, und zwar an einem Südwesthang. Ich komme gerade von einem Nordosthang. Gucken wir mal, vielleicht gibt es hier mehr Pilze. Auch hier führt der Bach kaum Wasser. Sehr trocken. Auch hier das gleiche Bild wie gerade am Nordosthang. Kein Pilz und furztrockener Boden. Ja, scheint wirklich eine verdrehte Welt zu sein. Hier standen noch im Juni, Juli alles voll Pilze und jetzt nichts mehr. Ja, auch Trüffelhund ist ratlos. Er findet auch nichts. Ja, hier ist etwas gelbe Lohblüte. Ein einzelliger Organismus. Na also, mal was anderes als grauen Wulstling.
Ein Perlpilz. Na gut, der wird mir meine Mahlzeit noch ein bisschen bereichern. Viel ist es nicht. Hier war immer ein Placken mit Pfifferlingen. Aber was hier noch steht, das ist ein Witz. Ja, so öde habe ich den September noch nicht gesehen, bildmäßig betrachtet. Hier am Südwesthang fehlt auch das klebrige Hörnchen völlig. Was ich hier aber voller Überraschung finde, sind Anis-Champignons. Nun ja, die nehme ich natürlich auch mit. Erkennbar ist der Anis-Champignon, wie alle Champignon- und Egerlinge, an seinen rosa Lamellen. So. Diese Lamellen und der charakteristische Anisgeruch schließen eine Verwechslung mit dem Knollenblätterpilz aus. Ja, hier ist noch einer. Ja, und wo die Anis-Champignons vorkommen, sind die meisten noch nicht alleine. Also, da werde ich die mir auch noch einsacken. Immer weniger schön anzusehen, der Amanita muscaria, der Fliegenpilz, der Inbegriff des Pilzes überhaupt. Ja, da ist der Korb nun. Zwei Maronen, ein paar Anis-Champignons, ein paar Fichtenblut, Reizker und ein Täubling. Das war's. Ah, Brombeeren, sie reifen. Auch sie sind aufgrund der Trockenheit nicht so groß wie sonst. Ja, Leute, leider war es nicht so erfolgreich, wie ich mir das gedacht habe. Wir haben heute den 21. September und es ist sowas von trocken im Wald, da kann kein Pilz sprießen. Und was sprießt, ist sowas von selten. Gut, mit Mühe und Not habe ich jetzt hier einen Korb voll gemacht, das heißt also so ein bisschen voll gemacht. Ich habe mal ein paar Pilze gefunden, die reichen für eine Mahlzeit. Die werde ich mir dann genehmigen heute Abend. Ja, ich hoffe, dass in den nächsten zwei Wochen noch ein Pilzwachstum einsetzt. Wir haben hier schon Nachttemperaturen von 4 Grad. Nicht, dass uns der Nachtfrost hier reinhaut. Nun ja, vielleicht prospektiert mal selber in eurer Gegend. Hier im Sauerland, so rund um Kirspe, absolut tote Hose. Tschüss.